ich mich, ob ich immer noch richtig bin. Doch du versicherst mir, dass ich immer noch wichtig bin. Herzlich willkommen zum Feierabend, der letzte Feierabend in diesem Jahr. Und ich glaube, es lohnt sich richtig, heute hier zu sein, weil wir haben erstklassiges Programm, erstklassige Leute und einen erstklassigen Gott, dem wir begegnen können heute. Wir haben die Band Und Ob, cool, dass ihr da seid. Vielen Dank euch. Mega cool, dass ihr uns heute was auf die Ohren gebt. Dann haben wir Tobi Werner. Tobi, mega cool, dass du da bist heute. Und Tobi, wer ihn nicht kennt, er haut gerade ständig diesen Satz raus: Jetzt ist die Zeit, ein Monster zu sein. Spannend, was sich hinter diesem Gedanken versteckt, hören wir nachher noch. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Mega cool, dass du heute da bist. Dann haben wir heute auch noch eine Premiere. Ich glaube, es gab es noch gar nie beim Feierabend. Wir haben heute eine Taufe. Julia, mega cool, dass auch du heute da bist und dich heute im Gottesdienst taufen lassen willst. Mega cool. Heute ist aber nicht nur Feierabend, heute ist auch zweiter Advent. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber ich finde, Adventszeit ist immer auch so ein bisschen eine crazy Zeit. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr in der Adventszeit ganz viele Dinge machen, die wir sonst das ganze Jahr nicht machen? Wir hören auf einmal andere Musik. Wir trinken und essen auf einmal Zeug, das wir sonst das ganze Jahr nicht essen. Wir gehen auf irgendwelche Weihnachtsmärkte und haben da eine coole Zeit. Und wir machen irgendwie ganz viel, um äußerlich in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und jetzt am Anfang vom Gottesdienst möchte ich dich heute fragen: Was machst du eigentlich, um auch innerlich in Weihnachtsstimmung zu kommen? Wie bereitest du dich dafür vor? Advent ist ja eigentlich eine besinnliche Zeit, wo man auch mal zur Ruhe kommt. Und ich finde, oder bei mir ist es so, es ist oft auch mit die stressigste Zeit vom ganzen Jahr. Und deshalb jetzt auch am Anfang herzliche Einladung, dich auf den Gottesdienst einzulassen,
ganz bewusst auch Gott zu begegnen. Denn ich bin mir sicher, Gott ist jetzt hier, mitten unter uns, hier in der Kirche in Unterjettingen. Und damit sind wir beim Thema Kirche. Wozu braucht es eigentlich Kirche noch? Braucht es heute Kirche noch? Kann man Gott eigentlich nur in der Kirche begegnen? Und wenn wir Gott tatsächlich auch außerhalb der Kirche begegnen können, wofür brauchen wir dann Kirche? Ist Kirche eigentlich nicht nur eine Institution und brauche ich die Institution, um an Gott zu glauben? Also ganz viele Fragen, auf die wir hoffentlich heute Antworten kriegen. Und am 14.11., also knapp 4 Wochen her, hat die Tagesschau einen Insta-Post rausgehaut. Den schauen wir uns jetzt kurz an. Da ging es um die KMU6. Klingt vielleicht jetzt wie ein Ableger von Covid-SARS-2 oder so. Nee, es geht um die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die vor knapp 4 Wochen veröffentlicht wurde, mit der Headline "Immer weniger Menschen religiös". Und dann kommt die Statistik. 1972, also man sieht, der ganz große Teil war entweder evangelisch oder katholisch. So war es 1972, ein ganz kleiner Teil konfessionslos oder andere. Und jetzt, wie sieht es heute aus? Crazy, oder? Nicht mal mehr ganz die Hälfte von den Menschen in Deutschland zusammen ist evangelisch oder katholisch. Das finde ich schon eine krasse Veränderung, die man ernst nehmen muss, die man auch nicht kleinreden kann und darf. Aber was ich noch spannender fand an dem Post war, die Kommentare drunter zu lesen. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Lasst euch einfach mal Zeit, um das zu lesen. Also ihr seht, ganz viele Nachrichten, die ein bisschen skeptisch gegenüber Kirche sind, einzelne auch, die irgendwie das befürworten. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt frage ich euch, wozu braucht es eigentlich Kirche? Und wir haben eine Slido-Umfrage, holt mal euer Handy raus, checkt mal den QR-Code hier ab und dann würde mich interessieren, was würdet ihr sagen, wozu braucht es Kirche? Ich glaube, man kann schon eine Folie weitergehen, weil der QR-Code wird nochmal angezeigt. Genau, hier sieht man schon die ersten Antworten. Schon irgendwie spannend und irgendwie auch vielleicht ein bisschen logisch, dass man, wenn man die Umfrage in der Kirche macht, dass eher weniger skeptische Antworten kommen. Aber es freut mich eigentlich, dass Gemeinschaft hier ganz in der Mitte steht. Weil ich würde auch sagen, das ist ein großer Teil, den Kirche ausmacht. Kirchensteuer ausgeben, spannend, okay. Cool, vielen Dank für eure Antworten. Anhand eurer Antworten würde ich jetzt sagen, gibt es eine ganz klare Antwort, wozu es eigentlich Kirche braucht. Tobi, ich bin auch gespannt nachher, was du noch dazu zu sagen hast. Ein Punkt, der jetzt auch in meiner Überleitung steht, ist der Punkt Gemeinschaft. Gottesdienst ist Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft als Menschen und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Kernelement vom Gottesdienst
Und deswegen finde ich auch Singen so cool, weil wir singen gemeinsam in der Gemeinschaft und begegnen in unseren Liedern Gott. Das machen wir jetzt mit einem Liedblock, 3 Lieder, Zeit, um Gott anzubeten. Ich aufstehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du
stehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich bei Jesus, danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, wie wir es am Anfang gesungen haben. Wir dürfen uns selbst bei dir wiederfinden, weil du weißt, wie wir gemacht sind, weil du weißt, wie wir sein sollen. Und du nimmst uns trotzdem so an, wie wir kommen, so an, wie wir sind. Und ich danke dir dafür, dass wir das immer wieder erleben dürfen, dass wir so in deine Gegenwart, in deine Nähe kommen dürfen. Danke dafür. Nur ein Wort und alles war.
steh ich auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Und es klingt so verrückt, ja, es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewundere, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne bunter runter, als in Wirklichkeit aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen Engsplaneten auf die Bilder, wo jemand, und nennst mich dein Meisterstück. Aus deiner Hand bin ich. Liebevoll schaust du mir zugewandt. So steh ich auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Und es klingt so verrückt, ja, es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewundere, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne. Größte Künstler von allen Hengstplaneten auf die Bilder, wo jemand, und nennst mich dein Meisterstück, aus deiner Hand bin ich. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewundere, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne bunter unter, als in Wirklichkeit aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen Hengstplaneten auf die Bilder, Poema, und nennst mich dein Meisterstück. Aus deiner Hand bin ich. Vielen Dank euch. Gottesdienst ist Gemeinschaft in Musik, aber auch indem wir gemeinsam nachdenken über Gottes Wort, aber auch vielleicht herausgefordert werden für uns selber. Und dafür ist Tobi heute zuständig. Tobi, komm doch mal vor, bitte. Mega cool, dass du da bist. Ein Applaus. Guten Abend. Hi Leute, voll schön da zu sein. Schön, dass du da bist. Erste Frage, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist ja schon so ziemlich tief drin in der Kirchenbubble. Sag mal, hast du eigentlich auch ein Leben außerhalb der Kirche oder wohnst du hier so zwischen den Orgelpfeifen? Und ja, also ich stecke echt knietief in dieser Bubble drin. Ich wollte das andere Wort jetzt nicht verwenden. Joni. ja, witzigerweise bin ich ja, also es war nicht immer so in meinem Leben. Gell? Also ich bin erst so die letzten 2-3 Jahre eigentlich auch in der Kirche angestellt. Davor war ich eigentlich immer, hatte ich immer was anderes so beruflich zu machen, aber so die letzten 2-3 Jahre hat es mich richtig erwischt,
Jetzt bin ich also da, kriege ich so auch noch Geld, gell, von dem, für das, was ich dann in der Kirche mache. Und so, also richtig übel. Dann bin ich noch Landessynodaler. Das bedeutet, wir haben ja in der Kirche so ein Parlament, gell, also wie ein Landtag sozusagen in der Politik. Da sitze ich noch drinne. Und dann bin ich auch noch, ja richtig, mit Kirche für Morgen, Stefan, natürlich. Falls jemand Zitronen dabei hat, darf er sie jetzt jonglieren? Nein. Und dann bin ich unterwegs bei so coolen Sachen wie bei euch. Ich habe mich schon richtig auf Goitastic gefreut und auf den Feierabend hier in Unterjetting. Richtig cool, dass ich euch kennenlernen kann. Die Frage war aber, was ich sonst noch so mache. Ne? Ja. Ich habe erst mal 5 Minuten gebraucht, um zu erklären, was ich in der Kirche mache. Mittwochabends um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz. Da kicke ich bei den alten Herren vom SC Stammheim bei uns. Ja, also Stuttgart-Stammheim. Stammheim, der nördlichste Stadtteil von Stuttgart. Und da bolzen wir jeden Mittwochabend. Und das ist für mich irgendwie immer ein bisschen wie so eine, also erstens mal durch Kicken und so. Und die dritte Halbzeit ist ja da immer am wichtigsten bei den alten Herren. Brauche ich nicht erzählen. Aber nicht nur deswegen, sondern weil man auch irgendwie so in eine ganz andere Welt mal reinkommt. Ja? Also die Themen, die wir da bereden und so danach beim Bierchen, das ist das echte Leben irgendwie so. Und das gefällt mir, dass es solche Momente in meinem Leben auch gibt. Sehr cool. Sag mal, zweite Frage. Kirche ist ja immer so ein bisschen auch ein schwammiger Begriff. Was ist Kirche denn für dich ganz persönlich? Ich würde es nicht sagen unbedingt schwammig, aber es ist auf jeden Fall ein bunter Mix an großen Emotionen. Also was da alles mir in den Kopf kommt, wenn ich das Wort Kirche höre, ich musste ja schier lachen, als du mir geschrieben hast, red mal über das Thema, wozu Kirche? Ja, wie lang? Ja, 10 Minuten. Wie soll das gehen? Ja, also die haben wir jetzt schon verloren, wenn wir dieses Thema Kirche in so kurzer Zeit abhandeln wollen. Mir geht es so, dass ich Kirche als sehr facettenreich und vielfältig erlebe, manchmal richtig geil und richtig so, dass ich sagen würde, voll cool, so würde ich mir mehr Kirche wünschen. Manchmal aber auch richtig übel und denke, ach, so kann es mit uns aber auch nicht weitergehen. Also Kirche, das ganze Ding hat für mich so eine ganz große Bandbreite. Und immer dann, sagen wir für mich persönlich, ist es immer dann eigentlich ein Lichtblick, wenn ich sowas sehe wie heute Abend, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und überlegt habt, wie könnte das hier denn im Gäu aussehen, wie könnte denn Kirche mit uns hier ein neues Gesicht bekommen. Das finde ich richtig cool. Sehr cool. Sag mal kurz, was ist dein größter Hype an Kirche? Also ein Punkt, der dich richtig fasziniert, ja. Und ein Punkt, der dich so richtig runterzieht manchmal und wo du denkst, Leute. Was mich fasziniert, ist eigentlich das, was ihr vorher da schon in die Slido-Umfrage reingehauen habt. Also und ob natürlich, ja, also das fasziniert mich. Als ob. Aber auch Gemeinschaft. Also, dass wir hier zusammenkommen und nicht irgendwie für uns selber so Christen sind und Jesus nachfolgen und für uns selber klarkommen müssen, sondern so dieser Gemeinschaftsaspekt, werde ich auch gleich noch ein bisschen was näher dazu sagen. Und das, was mich am meisten nervt oder wo ich so denke, also das müsste anders sein, ist eigentlich so dieses Kirche als System und Kirche als vielleicht auch Behörde, also so, dass wir eigentlich innerhalb der Kirche, vor allem jetzt in der evangelischen Landeskirche in Württemberg, sehr viele Entscheidungen treffen, die das System erhalten sollen. Und dadurch kommen wir wahrscheinlich nie so richtig frisch in die Zukunft, sondern werden wir uns jetzt so ein bisschen salamitaktikmäßig runter reduzieren, bis wir nicht mehr da sind. Und das finde ich natürlich schon richtig übel. Muss ich lauter reden, Männer? Rede ich zu schnell? Alles gut? Okay. Okay, spannend. Eine letzte Frage, bevor du starten darfst. Warum ist gerade jetzt die Zeit für Monster? Joni. Joni folgt mir beim Insta-Kanal, man merkt es. Ja, ich habe in letzter Zeit öfter mal ein Zitat gebraucht, daher kommt das Ding. Und zwar von Antonio Gramsci, ein italienischer Philosoph und Politiker auch. Der hat mal gesagt, the old world is dying, die alte Welt stirbt. The new world struggles to be born. Die neue Welt kämpft quasi darum, geboren zu werden. Und dann letzter Satz, this is the time for monsters. Also so im Sinne von, und da kommt der Satz her, jetzt ist die Zeit für Monster. Ich glaube, er hat so gemeint, dass immer wenn wir in so Übergängen drinstecken, die alte Welt stirbt, die neue ist noch nicht richtig zu sehen, zum Beispiel innerhalb der Kirche, dann sind da ein Haufen Monster, vor denen wir richtig Schiss kriegen könnten. Der Fahrplan,
der Mitgliederrückgang, unser Relevanzverlust. Wer hat überhaupt noch Bock auf Kirche? Ja, es ist ein Haufen Monster, die irgendwie so unter unserem Bett lauern. Und mir hilft es dann, das so zu verstehen, das Zitat, weil ich dann denke, es gehört anscheinend dazu, dass zu diesem großen Wandel, in dem sich Kirche gerade befindet, dass auch manches sehr monsterhaft und vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend daherkommt. Und übrigens, Antonio Gramsci hat es im 19. Jahrhundert geschrieben, den Satz. Spannend. Danke, Tobi. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Danke, Joni. Nee, brauche ich nicht. Muss ich mit dem Mikro noch was machen oder kommen wir so klar? Noch näher ran? Wursteln? Passt? Super. Leute, Kirche hat es zurzeit nicht so leicht. Ne? Man würde eigentlich am liebsten sagen, ey, ganz oft stehen wir so vor leeren Kirchen. Sieht man auf dem ersten Foto, das ich mitgebracht habe. Okay? Oft stellen wir uns Kirche eigentlich so vor. Nichts mehr los, niemand sitzt mehr drin. Wer will eigentlich noch was zu tun haben mit diesem Gebäude? Und deswegen sehen manche Kirchen auch so aus. Diese Kirche guckt ja schon so, als wäre sie richtig überrascht, dich zu sehen. Ja. Also das kennen wir alle, gell, dass wir momentan eher ein bisschen negative Gefühle mit Kirche erleben. Deswegen heißt ja euer Thema heute Abend auch Wozu Kirche? Ich weiß nicht, kennt ihr das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, gell, wie Jesus da so mit seinen Jüngern am Tisch sitzt. Wenn wir in unsere Kirche reingucken, dann sieht es bei uns vielleicht eher ein bisschen so aus, gell? Wer will schon noch mit diesem Typen am Tisch sitzen? Oder in letzter Zeit haben wir ja auch geübt, gell, und haben immer wieder auch so ein bisschen digitale Gemeinschaften erprobt. Das heißt, für uns könnte das letzte Abendmahl auch neuerdings wieder so aussehen. Gell. Aber was ist es schon für eine Gemeinschaft in dieser Kirche, zu der wir gehören? Und deswegen heute total berechtigte Frage, wozu braucht es eigentlich Kirche? Also wozu Kirche? So heißt unsere Frage für die nächsten 10 Minuten. Und ich finde es die richtige Frage, ehrlich gesagt, in einer herausfordernden Zeit, in der wir gerade leben, in der wir uns befinden, diese großen Kirchen im Wandel, wie der Joni uns vorher schon demonstriert hat mit dieser Kirchenmitgliederuntersuchung und so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite heißt vielleicht auch, dass wir auch persönlich fragen dürfen. Nicht nur, wozu braucht es Kirche, sondern wozu brauche ich eigentlich Kirche? Was bringt mir das denn? Also was hält mich denn eigentlich noch hier? Oder gibt es vielleicht das, was ich suche, eher woanders? Also ich möchte heute mit dir auch die Frage stellen, wozu brauche ich Kirche? Und wozu brauchst du Kirche? Ich würde mir wünschen, dass das heute Abend auch zu deiner Frage wird. Wir werden nach dem kurzen, was ich hier sage, wieder, wie ihr es schon gewohnt seid, so kleine Gesprächsgruppen machen, wo ihr dann diesen Fragen noch nachgehen könnt. Und danach werden wir auch hier in der großen Runde im Plenum die Möglichkeit haben, Fragen an mich zu stellen und ich probiere dann zu beantworten. Also ihr könnt schon ruhig mit diesen Ohren jetzt die nächsten Minuten hören. Ich habe für uns einen Text mitgebracht, der auf diese Frage antwortet, aus meiner Sicht. Ein sehr alter Text, aber ein Text einer herausgeforderten Gemeinschaft. Eigentlich sowas, wie wir das jetzt heute sind. Ja. Ich möchte mit euch uns zurückbeamen in den Entstehungsmoment von Kirche. Also wie ging das alles eigentlich los und was können wir vielleicht für uns auch heute daraus lernen, wozu es Kirche braucht. Die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christinnen und Christen, diese ersten Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, die haben für uns konserviert, wie der Start war von Kirche. Ja, das heißt, wenn wir jetzt in Zusammenhang reinschauen von diesem alten Bibeltext, dann müssen wir kurz überlegen, wie war da so die Situation. Wir befinden uns nach Jesu Tod und Auferstehung, nach Himmelfahrt, also Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Dann kam Pfingsten, Jesus hat seinen Heiligen Geist gesandt. Und danach, nach Pfingsten, hält Petrus eine Predigt in Jerusalem. Und aus dieser Predigt heraus entsteht sozusagen die erste Gemeinde, die erste Kirche. Und dann steht da zum Beispiel Ende vom 2. Kapitel Apostelgeschichte ein Satz, wie sich diese erste Gemeinde zusammengebildet hat. Da heißt es, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Wo ist die Julia? Hi Julia. Heute Abend, gell? Heute Abend ist es soweit. Wir beamen uns quasi zurück zu diesem Anfang und auf diesem Grund stehen wir auch, wenn wir heute deine Taufe feiern. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen, steht da. Um Himmels Willen. Könnt ihr euch vorstellen? Was wäre das für eine Kirchengemeinderatssitzung, wenn wir da mal 3000 Kircheneintritte
feiern würden. Ich weiß nicht, ob ihr da noch geradeaus nach Hause laufen könntet, aber das wäre mal was im Kirchengemeinderat, gell? Wenn man nicht immer nur die Austritte behandelt, sondern 3000 Eintritte an einem Tag, können wir uns gar nicht vorstellen. So, das war die Situation und jetzt möchte ich mit euch heute den nächsten Vers anschauen, nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es folgendermaßen: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie blieben. Ich habe das Wort bleiben im Griechisch-Wörterbuch nachgeschlagen, kenne kein Griechisch, aber Wörterbuch lesen kann ich. Da steht proskatereo, heißt das griechische Wort für bleiben, das in der Apostelgeschichte hier verwendet wird. Und proskatereo heißt tatsächlich auf Deutsch bleiben, das heißt auch verharren. Und es heißt auch festhalten an etwas. Also der Schreiber der Apostelgeschichte, der wollte deutlich machen, ey, in dem Moment, als sie das aufgeschrieben haben, da war was angefochten. Da war was in Frage gestellt. Es wäre wohl naheliegender gewesen, nicht zu bleiben, sondern abzurücken von dem, wie die gerade unterwegs waren. Und warum das so ist, verstehen wir nur, wenn wir in den Kontext reingucken. Also was war das für eine Situation für die damals im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung? Politisch gesehen, die erste Kirche damals, richtig unter Druck. Warum? Das ganze Volk war natürlich unterdrückt durch die römische Besatzung, können wir uns heute nicht mehr so richtig vorstellen, gell? Aber der gesamte Mittelmeerraum war ja unter dem Roman Empire, diese politische Superpower der damaligen Zeit, unter Druck. Ja? Das war also eine richtige politische Drucksituation, die erlebten. Dann, nach Jesu Tod und Auferstehung und so weiter, erlebten die ersten Christen natürlich auch Verfolgung. Ja, also auch religiöse Drucksituation. Kein Mensch hatte Bock, dass so eine junge Bewegung jetzt irgendwie aufkommt, sondern das religiöse Establishment, das wollte, dass eigentlich alles so bleibt, wie es davor war. Ja. Und dann kam die Auferstehung, Kraft des Heiligen Geistes, extremes Wachstum, ganz neue Situation. 3000 Menschen werden zu dieser Gemeinde dazugefügt. Also jetzt pass mal auf. Noch wilderes Durcheinander gibt es eigentlich nicht. Politischer Druck, religiöser Druck, extremes Wachstum. Die mussten ja strukturell richtig irgendwie klarkommen mit 3000 neuen Menschen. Also ich weiß nicht, was jetzt hier die Unterhirtinger Kirche sagen würde, gell, mit 3000 mehr Menschen. Muss man sich überlegen, wie viel Gottesdienste feiern werden. So. Könnt ihr euch die Gedanken vorstellen, wie das damals wohl für die war? Also wenn ich mir das überlege, ich würde gerne mal Memes aus den 30er oder 40er Jahren unserer Zeitrechnung sehen. Ja? Also wie würden die das verarbeiten, was damals für die so los war? Also was wäre eigentlich naheliegend, wenn alles wildes Durcheinander ist? Was wäre unser Reflex, wenn alles um uns herum turbulent ist? Da müsste man eigentlich sagen, nee, ey, brauche ich eigentlich dieses neue Ding hier, diese Kirche, brauche ich das überhaupt? Wenn um uns herum alles wild und herausfordernd ist, dann wollen wir eigentlich zurück zum Gewohnten. Ja. Ich glaube, genau deshalb haben die das auch aufgeschrieben, diesen Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel, die war gerade mal ein paar Tage alt. Ne? Das heißt, die ersten Christen, die blieben bei diesem Neuen, was sie gerade erst durch Jesus geworden waren, anstatt wieder rückwärts zu gehen. Das heißt, die blieben beim Aufbruch. Jetzt wollen wir nochmal genau hinschauen, bei was bleiben die dann? Also es scheint irgendwie wichtig gewesen zu sein, dass sie da blieben. Gell? Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, zurückzugehen. Sie blieben aber bei dem Neuen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, heißt es hier. Und das ist eigentlich schon mal die erste gute Botschaft für dich an diesem Abend, ey. In turbulenten, umwälzenden Zeiten, die wir vielleicht auch gerade erleben, sind wir in eine Gemeinschaft gestellt. Wir müssen es nicht alleine bewältigen, sondern wir sind mehrere. Wir können in einer Gemeinschaft zu Hause sein, die sich Kirche nennt. Und was ist es für eine Gemeinschaft, die so nach der Lehre der Apostel gebildet wurde damals? Das griechische Wort für Gemeinschaft habe ich euch sogar auf Griechisch mitgebracht. Das heißt in dem Fall Koinonia. Koinonia, so schreibt sich das auf Griechisch. Und Koinonia heißt Gemeinschaft, aber auch da können wir, wenn wir ein bisschen näher anschauen, bemerken, Koinonia meint immer auch eine Gemeinschaft
durch gegenseitiges Teilhaben und Teilgeben. Also steht da, das ist schon irgendwie mehr als nur so eine Kumpelgemeinschaft. Mehr als nur so eine, wir treffen uns mal punktuell Gemeinschaft, sondern geht es darum, dass wir unser Leben miteinander teilen und den anderen Anteil geben. Wenn ich es mit meinen Worten sagen müsste, würde ich sagen, echte Menschen, echte Probleme, echtes Teilen, echtes Anteil nehmen und geben, einfach echtes Leben miteinander. Meine Biografie ist sehr stark geprägt von so einer Kirchengemeinschaft oder Gemeindegemeinschaft, die ich die letzten 20 Jahre in Stuttgart erleben konnte. Wir haben damals angefangen, mit einem Jugendkreis Kirche zu gründen, wenn man so will, innerhalb der evangelischen Landeskirche. Das Ding hieß am Anfang Jesus-Treff, heute heißt es Kesselkirche. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, gell, so das Leben von Tobi, 20 Jahre da in dieser Gemeinde, könnte ich euch viele Geschichten erzählen von Gemeinschaft, wie ich das da erlebt habe, wie das mein Leben geprägt hat. Ich habe euch heute eine mitgebracht. Ich bin eigentlich nicht so der Hauskreistyp. Ich weiß, kennt das jemand? Oder seid ihr? Ihr habt alle wahrscheinlich Hauskreise und so und seid alle irgendwo verortet. Gell? Ich bin eigentlich nicht so der Hauskreistyp, aber es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich selber einen Hauskreis gegründet. Schon ein paar Jahre her. Meine erste Ehe war gerade so richtig krachend gescheitert. Wir hatten uns getrennt. Meine Frau ist ausgezogen, wir waren 7 Jahre verheiratet und dann stand ich da so ein bisschen mit diesem Scherbenhaufen eigentlich, gell? Wenn so eine Beziehung kaputt geht oder wenn sich zwei Menschen eigentlich versprochen haben, für immer beieinander zu bleiben und dann klappt es nicht und ich dann so als Gemeindeleiter von der Gemeinde da und so, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das auch für eine Dynamik hat, dann man erlebt selber so ein totales Wellenbad der Gefühle, komplette Achterbahnfahrt. Und in der Gemeinde dann noch, in der Gemeindeleitung, waren wir auch am Überlegen, wie geht es weiter und können wir, mache ich einfach so weiter oder wie machen wir das? Und ich habe damals die Gemeinschaft in der Gemeindeleitung als eine sehr große Gnadenerfahrung erlebt und habe dann gesagt, ich möchte jetzt unbedingt einen Hauskreis gründen und habe davor noch nie gemacht. Und habe dann 7 Leute von uns aus dem Jesus-Treff gefragt, von denen ich wusste, dass die schon mal eine große Verlust oder Scheitern Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Und dann habe ich die zu mir nach Hause aufs Sofa eingeladen und wir saßen da an 7 Abenden. Also mir war wichtig, dass der Hauskreis auch nach 7 Abenden wieder endet. Ich bin ja nicht so der Hauskreistyp. Also wir haben wirklich nur diese 7 Abende gemacht. Und an jedem Abend war das Prinzip relativ einfach. Jede Person von uns hatte 1 Stunde Zeit, um aus ihrem Leben zu erzählen. Die anderen 6 haben zugehört. Haben noch ein paar Rückfragen gestellt, haben wir noch miteinander gebetet und dann sind wir nach Hause gegangen. Also war jetzt keine große Bibelarbeit oder so dabei gestern, wir haben einfach nur Lebensgeschichten gehört und probiert, Gott darin zu entdecken. Da war die junge alleinerziehende Mama von 2 Kindern, die von ihrem Mann sitzen gelassen worden war und jetzt alleine war mit diesen beiden Teenie-Mädels. Dann war eine junge Dame dabei, die 1 Jahr verheiratet war und dann ist ihr Mann fremdgegangen und sie war alleine übrig geblieben. Dann war Boris da, dessen Frau Angela wir 1 Jahr vorher nach einer Krebserkrankung gemeinsam beerdigt haben. Und dann war ich da mit meiner gescheiterten Ehe und wir haben uns einfach nur aus unserem Leben erzählt. Und es war eine der intensivsten Gemeinschafts- oder Gemeindeerfahrungen, die ich in meinem Leben so gemacht habe. Einfach nur, weil wir da ehrlich waren, weil wir zugehört haben, weil wir geteilt haben, weil wir Anteil genommen haben aneinander und weil wir Gott in diesen Geschichten entdeckt haben. Wie sieht eigentlich dein Anteil haben und Anteil geben mit Geschwistern so aus in deinem Leben? Gibt es bei dir so einen Ort, wo du so entlarvend ehrlich sein kannst? Gibt es bei dir so eine Gemeinschaft, wo du weißt, also wenn gar nichts mehr hilft, dann gehe ich zu denen? Ich könnte viel erzählen, wie so eine
Kirchengemeinschaft oder eine Gemeindegemeinschaft mir in den letzten Jahren den Hintern gerettet hat. Nicht unbedingt, weil sie immer Antworten hatte, aber einfach, weil sie da war. Und deswegen bin ich auch zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen keinen Glauben, um zur Gemeinschaft zu gehören, aber wir brauchen Gemeinschaft, um glauben zu können. Wir brauchen keinen Glauben, um zur Gemeinschaft zu gehören, aber wir brauchen Gemeinschaft, um glauben zu können. Ich glaube, das genau kann Koinonia für uns sein. Wenn ich also heute mit einem Punkt hierher gekommen bin, ein Punkt vom VfB, gell, 1-1, aber auch mit einem, ja, kann nicht mit drei Punkten ankommen, wenn die nur 1-1 spielen. Aber wenn ich einen Punkt zu diesem Thema, wozu Kirche heute zu euch nach Unterjetting mitbringen wollte, dann war es der. Wenn die äußeren Einflüsse turbulent sind, wenn unsere inneren Einflüsse turbulent sind, wenn unser Leben gerade richtig im Wandel ist, dann brauchen wir Kirche als eine Gemeinschaft. Dann brauchen wir Kirche als eine Koinonia-Gemeinschaft. Das bedeutet Teilhabe, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns einbringen in dieser Welt, dass wir diese Welt verändern, weil wir zu einer Gemeinschaft gehören, in der wir aufgehoben sind. Also wo hast du das in deinem Leben oder wo wünschst du dir das in deinem Leben? Zum Schluss noch kurz, habe ich noch was? Kurz, Joni? Noch eine Minute. Gerade auf dem Herweg musste ich wieder an eine Geschichte denken, die mir mal passiert ist zu diesem Thema Gemeinschaft, mit der ich dann schließe. Ich musste mal sonntagmorgens bei uns übers Abendmahl predigen. 400 Leute, Sonntagmorgen, wir waren in so einer Kulturlocation, haben wir da Gottesdienst gefeiert. Riesenaufriss, Tobi hatte den Abendmahlspredigtext und so. Und ich dachte mir, ich mache meine Predigt so praktisch, dass ich, nachdem ich darüber gepredigt habe, dass wir dann Abendmahl feiern, und ich was Besonderes mache, nämlich wollte betonen, dass beim Abendmahl alle an einem Tisch sitzen, dass wir alle gleich sind, ja, dass wir alle auf einer Ebene miteinander Abendmahl feiern. Dachte ich mir, ich sag mal, die zum ersten Mal da sind, die dürfen mir heute helfen beim Abendmahl austeilen. Ja, war was Besonderes. Normal nimmt man ja Kirchengemeinderäte, gell, oder Pfarrerin, Pfarrer, wer auch immer, erfahrene Geschwister, die dann da so mithelfen. Und ich dachte, ich durchbreche das mal. Gell. Und dann stand ich da am Ende von der Predigt auf der Bühne. Alle Leute gucken mich an. Ich sage so, und heute dürfen mal alle jetzt nach vorne kommen, die zum ersten Mal da sind. Und die dürfen mir helfen beim Abendmahl austeilen. Nichts. Nichts passiert. Ich wusste, dass da Leute zum ersten Mal da sind, gell, weil die kriegen bei uns immer ein Geschenk. Also man meldet sich, da kriegt ein Geschenk. Waren sicher 10, 15 Leute zum ersten Mal da. Aber keine Sau kam nach vorne. Und das sind dann diese Sekunden, gell, im Leben eines Predigers, wo du so vorne stehst und denkst, warum bin ich heute eigentlich überhaupt aufgestanden? Ja? Wirklich Sekunden, die wie Stunden vergingen da vorne. Und auf einmal, nach 3 Stunden ungefähr, gefühlt, sehe ich jemanden von hinten so durch den Mittelgang zu mir vorkommen. Mein Freund Amir. Habe ich euch auch ein Foto mitgebracht, dass ihr euch den vorstellen könnt. Amir, muslimischer Eritreer, der vor ein paar Jahren mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer gekommen war, in Stuttgart gelandet ist, bei uns im Jesus-Treff gelandet ist, der war nicht zum ersten Mal da. Der kam jede Woche. Aber der dachte sich, Wörner braucht Hilfe. Ich helfe ihm. Jetzt kam der zu mir nach vorne. In mir ratterte es. Ein muslimischer Bruder. Hoffentlich ist heute niemand vom Oberkirchenrat da. Dann sehe ich hinter Amir noch jemand nach vorne kommen. Hadji. Kurdischer Syrer. Selbe Geschichte wie Amir. War auch nicht zum ersten Mal da, hat sich gedacht, was Amir kann, kann ich schon lang, kam zu mir nach vorne. Jetzt standen wir da zu dritt, vor der Gemeinde. Alle meine Mitarbeiter haben mich angeguckt und haben gesagt, was macht er jetzt, wie kommt er aus der Nummer raus? Ja, standen 2 muslimische Brüder rechts und links neben mir und dann ging es los. Da habe ich gesagt, Amir, Christi Leib für dich gegeben, los geht's, bin mit Brot losgeschickt. Hadji, Christi Blut für dich vergossen. Viel Spaß. Und dann ist es in meiner Erfahrung zum ersten Mal geschehen, dass 2 Muslime in der evangelischen Landeskirche in Württemberg Abendmahl ausgeteilt haben. Kirchenrechtlich fragwürdig, sag ich mal. Aber in dem Moment, als ich da stand, wurde mir was klar. Vielleicht ist genau das gemeint, wenn wir von Koinonia, Gemeinschaft reden, dass da am Ende mehr Leute dazugehören, als uns vielleicht jetzt gerade noch bewusst ist.
Und für mich war das so ein bewegender Moment, weil ich gemerkt habe, diese Gemeinschaft der Christen, diese Kirchengemeinschaft, die ist so viel weiter, so viel einladender und so viel verbindender, als wir glauben. Amen. Ich habe für euch drei Austauschfragen mitgebracht, das sind nur Anregungsfragen. Ihr könnt auch jetzt über ganz andere Sachen reden. Gibt es eine Vorgabe, wie groß die Gruppen sein sollen? Nee. Machen wir einfach Dreiergruppen, ja, also auf drei kriegen wir hin. Wir drehen uns gleich zu dritt zusammen, vielleicht so wie wir sitzen. Wenn es nicht aufgeht, muss man sich über die Bank rum halt zusammendrehen. Und dann bekommt ihr 5 Minuten Zeit für eine kleine Austauschrunde. Die Fragen, die ihr jetzt gleich hier seht, die sind im Prinzip nur als Anregung gedacht. Ihr dürft auch über alles andere reden, was ich euch gerade vielleicht als Anstöße mitgegeben habe. Aber es soll jetzt so funktionieren, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und nach dieser Austauschrunde machen wir hier vorne dann noch so eine kleine Plenumsrunde. Also ihr dürft auch Fragen beim Austausch dann wieder mitbringen und der Joni wird dann danach mit dem Mikro rumgehen. Können wir mal die Austauschfragen kurz sehen? Wie geht es dir eigentlich gerade mit Kirche? Okay. Kann vielleicht ein ganz guter Punkt sein, um ins Gespräch zu kommen. Wann hast du Kirche eigentlich schon mal als echt gute Gemeinschaft erlebt? Vielleicht gibt es in deinem Leben ja auch, wo du so sagen würdest, also das war richtig cool, als wir damals auf dem Zeltlager, am Lagerfeuer oder whatever, okay? Und dritte Frage, was müsste sich an Kirche ändern, damit sie relevanter für dich wäre? Vielleicht ist sie ja schon ein bisschen relevant, vielleicht ist sie für dich auch überhaupt stinklangweilig geworden, aber was gäbe es denn, was sich wirklich ändern müsste, dass du wieder sagen würdest, Kirche, genau mein Ding. 5 Minuten Zeit, zu dritt zusammen, viel Spaß beim Quatschen und danach Fragen im Plenum. Los geht's. Und Timer stellen, gell? Also schön zu sehen, dass ihr euch noch so gut unterhaltet. Trotzdem jetzt die Möglichkeit, dem Tobi Fragen zu stellen. Ich laufe rum mit dem Mikro, meldet euch einfach kurz, ich komme vorbei, dann könnt ihr eure Fragen stellen. So schnell sind 5 Minuten vorbei, gell? Krass. Ihr könnt auch Beiträge bringen, einfach. Okay, ich starte mal mit einer Frage, dann könnt ihr noch kurz überlegen. Tobi, ich nehme immer wieder wahr, dass Kirche im Sinne von einer Gemeinde jetzt hier auch im Ort, wo es vielleicht ein bisschen ländlicher zugeht als in Stuttgart City, dass es schwierig ist, manchmal auch wirklich generationsübergreifend Kirche zu gestalten. Und da wäre jetzt meine Frage, hast du da schon einzelne positive Beispiele in deinem Leben erlebt, wo das wirklich gut gelungen ist, dass Jung und Alt irgendwie gut zusammenkommen? Mhm. Habe ich tatsächlich, also eine sehr gute Frage, Joni, denn das beschäftigt uns ja mehr oder weniger alle, also nicht nur euch hier, sondern auch ganzes Ländle. Ich habe euch ja vorher bei dem Apostelgeschichte-Vers was vorenthalten. Gell? Also gewiefte Bibelkenner wissen, dass der Satz noch weitergeht. Sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, kommt da noch. Und Brotbrechen und Gebet, also miteinander essen und miteinander beten, sind zwei sehr gute Koinonia-Formen, die über die Generationen hinweg funktionieren. Ja, also miteinander essen, zum Beispiel eine gegrillte Wurst oder gegrilltes Feta im Weckle oder so Zeug. Ja. Kann man super über die Generation hinweg, miteinander beten kann man auch super. Was man nicht so gut über die Generation hinweg kann, ist singen, ja, weil die Songs sehr unterschiedlich sind. Was wir auch nicht so gut über die Generation hinweg können, ist Gottesdienst feiern, weil die Gottesdienstformen so unterschiedlich sind. Und ich erlebe es immer dann als sehr gewinnbringend und positiv, wenn wir es schaffen, Formen zu finden, in denen die Generationen zusammenkommen. Oft probieren wir, gemeinsame Gottesdienste zu feiern und wundern uns, warum das nicht funktioniert. Naja, ist schon die Apostelgeschichte wusste es, was gute Koinonia-Formen sind und was wahrscheinlich über die Generationen hinweg auch funktioniert. Gibt es weitere Fragen? Was macht diese doch relativ leere Kirche heute mit dir? Hier, die hier. Ich sehe gar keine leere Kirche. Ich sehe euch.
Ja, also ich sage jetzt mal so, man hätte ja heute auch überlegen können, sich woanders zu treffen, oder? Also man hätte zum Beispiel ja auch sagen können, lass mal und ob ins Gemeindehaus verfrachten. Gibt es hier ein Gemeindehaus? Nee, ja, gibt es eins. Also das würde ich jetzt zum Beispiel denken. Also ich würde dann denken, wenn wir jetzt, wie viel sind wir jetzt hier? 40. Wenn wir jetzt 40 Leute sind, das ist eigentlich, sind wir 40. Das ist auch eine gute Größe für eine WG-Party. Ne? 40 zum Beispiel. Also ich hätte 40 immer als WG-Party gefeiert. Julia möchte aber nachher natürlich auch hier getauft werden. Ne? Deswegen nehmen wir das heute in Kauf, dass wir die Kirche nicht ganz voll machen und trotzdem dieses schöne Ambiente haben. Also das macht's mit mir. Sehr gute Frage. Du hast ja vorhin gesagt, wir sollen beim Neuen bleiben, oder die Apostel haben das gelernt, beim Neuen zu bleiben, nicht die Apostel, die Gemeinde. Was heißt denn das konkret? Und weil ist nicht das irgendwie im Vergleich zu Christus, ist ja im Baujahr 1792 auch noch neu, irgendwie, wenn man eine alte Kirche anschaut. Also was heißt denn beim Neuen bleiben dann tatsächlich? Ja, gute Frage, Carsten. Ich glaube aus dem Apostelgeschichte, ja, ist schon so, aus dem Apostelgeschichte-Text, wenn wir da nochmal zurückkommen, sie blieben bei der Lehre der Apostel. Das heißt, sie blieben bei dem, was sie gerade vor ein paar Tagen erst durch Jesus geworden waren. Also sie blieben bei dem Aufbruch, der sie so mitgenommen hat. Das habe ich bezogen auf den Bibeltext gemeint, dass es einfacher gewesen wäre, oh Leute, ey, wenn es schon so losgeht, politischer Druck, religiöser Druck, 3000 Leute, hab keinen Bock mehr. Ja? Das wäre eigentlich unsere normale Reaktion gewesen, dass wir einfach sagen, komm, lass einfach das mit diesem Jesus wieder sein. Lass uns wieder zurückkehren zur Buchreligion, ja, also zum Gesetz und zum Buchstaben. Haben sie nicht gemacht? Warum haben sie es nicht gemacht? Ich glaube, weil sie gepackt waren von diesem Beziehungsgeschehen, das sie durch diesen Jesus von Nazareth neu erlernt und erlebt haben. Und ich finde auch, das würde uns heute als Kirche ganz gut zu Gesicht stehen, uns wieder, um beim Neuen zu bleiben, beim Aufbruch zu bleiben. Also sprich, nicht bei den Formen zu bleiben, bei den Strukturen zu bleiben, bei den Gesetzen, bei den Buchstaben zu bleiben, sondern wieder neu zu überlegen, wie müsste Kirche im dritten Jahrtausend eigentlich aussehen? Und was hält uns davon ab, das zu machen? Bitte? Folgefrage. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es so sinnvoll ist, auch im Aufbruch zu bleiben. Wie nehmen wir die mit, die schon da sind und die Kirche noch besetzen? Und es ist ja auch gut, dass sie da sind, die jetzt. Aber wie nehmen wir die dann mit? Weil ich will ja auch jetzt nicht eine Spaltung hervorheben, sondern wir wollen ja als Gemeinschaft dann auch irgendwo das gemeinsam stemmen. Wieso sollten wir die nicht mitnehmen? Also verstehe ich. Na, die haben vielleicht keinen Bock und sagen, nee, das soll jetzt also bleiben, wie es ist, das ist doch schön, jetzt machen wir mal ein bisschen langsam. Und was meinen die Leute, die dann zum Beispiel sagen, es soll so bleiben, wie es ist? Also Gott zum Beispiel bezogen auf Gottesdienst? Nein, Gottesdienst und die Struktur der Kirche, die, ja. Die Positionen der Gesellschaft, die Leute, die sie erreichen, alles das. Da würde ich immer sagen, das kann ja theoretisch auch so bleiben, wie es ist, wenn man jetzt ein bisschen einen größeren Blick probiert einzunehmen und realistisch auf die Zahlen schaut, wird es aber nicht so bleiben, wie es ist. Ne? Also weil die Kirchenmitgliederzahl, die kann ich dem im Lineal ziehen, die nächsten Jahre, wie die sich entwickeln wird. Und das heißt, wir müssen uns so oder sowas Neues überlegen. Also die Option, dass alles so bleibt, wie es ist, gibt es eigentlich gar nicht. Ich glaube, die Erkenntnis ist noch nicht wirklich angekommen. Ja, dann müssen wir die Linie ein bisschen schärfer ziehen. Du meinst, wir sollten noch warten, bis es die Linie weiter unten ist und dann kommt Nee, ich finde, man müsste sich einfach der Realität mehr stellen. Es gibt vielleicht noch einen Unterschied. Ich würde es anders sagen, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf Gottesdienst, deswegen habe ich so gefragt, wenn wir es zum Beispiel auf Gottesdienstformen oder Gottesdienststile beziehen, dann würde ich sagen, kann doch gern so weitergehen, wie es ist, wenn wir dazu noch was anderes machen dürfen. Also dafür sind wir ja heute das beste Beispiel. Ja? Also dass wir sagen, wir kommen jetzt heute hier zusammen aus dem ganzen Bezirk, gell, fahren wir nach Unterjetting, um uns zu treffen. Warum? Weil hier irgendwie eine Gottesdienstform ist, die uns mehr entspricht als jetzt die Classic Edition. Ja, so. Und heißt aber nicht, dass die Classic Edition sich ändern muss. Es könnte genauso weitergehen, wenn wir aber dafür Freiraum schaffen, dass auch was Neues entstehen kann. Also das würde ich zum Beispiel bei manchen Sachen, muss man vielleicht ein bisschen differenzierter antworten. Okay, also in Anbetracht der Zeit, lassen wir es hier gut sein. Wer unbedingt noch eine Frage hat, es gibt nachher noch einen Punsch, kann man mit Tobi ins Gespräch kommen. Wir haben jetzt die Zeit, nochmal ein Lied zu singen, zu dir hin.
Dreck, der Siff, aus dem du mich herausgezogen hast. Du hast sie dir schmutzig gemacht, damit ich wieder sicher stehen kann. In mir pulsiert ein neuer Lebensdrang. Ich glaub, so fühlt sich Segen an. Du siehst mich, egal wo ich bin, egal wo ich bin. Du ziehst mich zu dir hin, zu dir hin. Ich hab schon so oft versucht, dir zu gefallen. Aus Angst, du könntest mich mal nicht mehr haben wollen. Du lächelst nur und sprichst in mein Herz. Lass deine Sorgen meine Sorgen sein. Mein zweiter Name ist Geborgenheit. Glaub mir, der Morgen bricht herein. Du siehst mich, egal wo ich bin, egal wo ich bin. Meinen Füßen halt, einen Weg zum Weitergehen. Und wenn ein Licht auf mich strahlt, kann ich wiedersehen, kann ich wiedersehen. Du siehst mich, egal wo ich bin, egal wo ich bin. Du ziehst mich. Egal wo ich bin, egal wo ich bin, du ziehst mich zu dir hin, zu dir hin. Und stärke du Julia auf ihrem Lebensweg. Schenke du ihr Menschen, die ihr zum Segen werden, und lass auch Julia ein Segen für andere sein. Danke, Herr, dass du durch die Kirche so viel Gutes hast entstehen lassen, wo Menschen auf gute Weise zu dir gefunden haben und ihr Leben einen Sinn bekommen hat. Wir bitten dich, stärke du neue Aufbrüche in unsere Kirche, dass auch weiterhin Menschen in der Kirche eine Heimat finden, weil sie dir begegnen möchten. Allmächtiger Gott, immer wieder erleben wir, dass Kirche mit Enttäuschung verbunden ist und dass Unrecht geschieht und sich Menschen frustriert von der Kirche abwenden. Lass nicht zu, dass Unrecht und Machtmissbrauch geschieht, und zeige du jedem Einzelnen von uns, wie auch wir Kirche zu einem besseren Ort machen können. Gemeinsam beten wir: Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes.
aber noch kein Grund heimzugehen. Es gibt leckere Falafel hinten und Punsch und Glühwein mit leckeren Dips. Also bleibt auf jeden Fall noch da, bedient euch. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir heute hier in Unterjettingen in der Kirche zu Gast sein dürfen. Der letzte Gottesdienst dieses Jahr, das ist tatsächlich das einzige Mal, dass ich die Moderation gemacht habe dieses Jahr, aber ich nutze die Möglichkeit, um meinem ganzen Team zu danken für dieses Jahr. Weil es war kein, würde ich sagen, einfaches Jahr, dass einfach so die Gottesdienste schnell immer mal wieder vorbereitet waren, sondern da war wirklich viel Zeit, das drauf ging. Vielen Dank euch, die euch alle das Jahr über eingebracht haben in verschiedensten Aufgaben und dass ihr Feierabend ermöglicht habt. Herzlichen Dank. Tobi, danke, dass du von Stuttgart City extra zu uns nach Unterjettingen gekommen bist. Richtig cool, von dir zu hören, wie du Kirche denkst, auch wo du Mut und Aufbruch siehst und auch uns Mut machst, den Weg weiterzugehen. Richtig cool. Ja, genau, ihr dürft euch setzen, genau. Nee, geht gleich. Aber, jetzt bin ich ganz rausgekommen. Tobi, herzlichen Dank dir. Normalerweise gibt es immer nur was Regionales. Für dich gibt es heute was Regionales und Saisonales. Vielen Dank, Leute. Danke dir. Danke für die Einladung. Sollte man eigentlich noch der Band Danke sagen fürs Spielen? Und ob? Sollte man eigentlich sagen, dass es immer wieder euch eine Freude ist, euch zuzuhören, wie ihr Musik macht und ob. Und sollte man eigentlich auch sagen, dass das Opfer vom heutigen Gottesdienst an euch geht und ob. Herzlichen Dank euch. Der nächste Gottesdienst für junge Erwachsene und Junggebliebene findet am 28. Januar nächstes Jahr in Bohndorf statt. 18 Uhr. Herzliche Einladung nach Bohndorf. Wir singen jetzt das Abschlusslied Blessings. Blessings, we pray for peace. Come forth for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Desperately.
this night are what it takes to know you're near. And what if trials of this life are your mercies in disguise? Jetzt unter dem Segen Gottes in diesen Sonntagabend. Es segne euch der dreieinige Gott. Möget ihr immer wieder erleben, als eine Aufbruchsbewegung unterwegs zu sein. Möget ihr erleben, in der Gemeinschaft zu bleiben und teilhaben und teilgeben im Alltag zu pflegen. Und möget ihr erleben, vom Heiligen Geist gestärkt, inspiriert und getröstet zu sein. Geht als Gesegnete in diese neue Woche. Amen. When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not a nights are your mercies in disguise.